Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute in der Sendung Megional geht es um eine interessante Glühbirne, einen kuriosen Feiertag und wir schauen auf das Glück auf TV Regionalwetter für die kommenden Tage. Also, liebe Zuschauer, bleiben Sie dran und bis gleich. Am Samstag, den 22. April, gibt es wieder den Show Power Frühling. Von 13 bis 19 Uhr geht es in der Motorradstadt wieder rund. Der revitalisierte Neumarkt wird eingeweiht. Es gibt den Frühlingsmarkt, die Fressgasse, das Seniorengassel, Karatevorführungen und weitere tolle Aktionen in den teilnehmenden Geschäften. Übrigens geht der neue Chopower Stadtgutschein mit der Chopau Plus Karte an den Start. Nur an diesem Tag gibt es einen 10 € Bonus beim Erwerb der Karte. Also noch ein Grund mehr, um das Frühlingsfest am 22. April in Chopau zu besuchen. Glück auf TV. Fernsehen im Erzgebirge. Wir haben ein optimiertes Programmschema mit festen Sendezeiten zu Ihrer besseren Orientierung. Und zwischen den Sendungen informiert und unterhält Sie unsere Bildschirmzeitung. Fernsehen von hier. Also schalten Sie ein. Es ist Mittwochabend und wir schreiben den 19. April 2023. Ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder eingeschaltet haben und ich begrüße Sie ganz herzlich in unserer täglich aktuellen Nachrichtensendung Megional mit den neuesten Informationen aus unserer und für unsere Region hier bei Glück auf TV. Ja, wie Sie ja mitbekommen haben, wurden am vergangenen Samstag zum Sonntag die letzten 3 Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz genommen. Ja, was wird nun in nächster Zeit auf uns zukommen? Auf jeden Fall wird man wohl wieder darauf achten, das Licht nicht in den Zimmern oder im Flur unnötig brennen zu lassen. Apropos Licht, wir haben da etwas gefunden von den Drechsler Heiner Stefani. Und zwar Tipps und Tricks aus Holz und die ein oder etwas andere Methode, wie Sie zukünftig Strom oder vielleicht auch Geld sparen können. Sehen Sie selbst. Die nächste Sache, die ich euch zeigen will, wird unterstützt vom Ministerium für Umwelt in Sachsen. Und zwar habe ich nämlich hier eine große Erfindung auf die Reihe gebracht. Habe einen Preis gewonnen für Umweltschutz und Innovation, dotiert mit 50.000 Euro. Ich wollte es gar nicht haben, aber die haben es mal überwiesen. Und euch alle, so wie ihr jetzt hier sitzt, kann ich nur eins raten, macht es mir nach, probiert es aus. Die Sache ist gar nicht so schwierig. Du brauchst dazu, warte, ich habe das vorbereitet. Ich habe hier von meiner Ingrid ein Beitel mitgekriegt. Ja. Du brauchst eine Plastiktüte. Dann brauchst du, sehe ich gerade, ein Stück Holz. So. Hört das Klappern, sind keine Flaschen und wird Glühbirnen. Und ich bin einer der wenigen, und ganz wichtig, hier, jetzt gucken Sie das Schwaben. Entsend. So, ich habe jetzt hier einen Cent, Plastiktüte, Holzkante und jetzt geht's los. So, schlag wieder das Kantel an hier. Also macht das alle nach, das bringt uns unheimlich vorwärts.
So. Ihr fangt, das ist eine schöne Übung, wieder mit der Walze an. Los, nehmt ihr hier eure Lampe, tut das Messen, ja, Durchmesser, passt, also für Touristen reicht's. Nee, halt schon hin. So, dann wird die Walze wieder gerade gestochen, ihr lieben Gäste. So. Und jetzt nehmen wir noch die Länge ab. Hier, seht ihr das hier hinten, wird angerissen. Muss ich das mal messen hier, das habe ich im Kopf, das Maß, das verrate ich euch nicht, das müsst ihr selber rausfinden. Jetzt tue ich das noch ein bisschen fein schleifen, das erste Mal, dass ich heute Abend noch was, oder heute Nachmittag was schleife. So, sauber. So, und jetzt fragen sich viele, was will der mit der Plastidüte? Das kann ich euch gleich sagen. Ne? Es gibt Betriebsgeheimnisse. Die kann man nicht jedem verraten. Braucht ja nicht jeder sehen, was wir machen. Und deswegen durch die Glühbirne in der Papiertüte umbauen. So. Wo ist mein Cent? Hier ist er. Der Cent, der kommt jetzt hier. Hier unten rein, es soll ja eine Sparlampe werden, wir wollen ja was sparen. So, und zum Schluss kommt es jetzt hier so drauf. Und so entsteht dann eine Sparlampe. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Die brennt, die leuchtet bloß nicht. So, vielen Dank. Nun wechseln wir das Thema, denn unser Erzgebirge hat ja viele Angebote für den ganzjährigen Tourismus. Und da sich die Sonne heute auch ab und zu mal zeigte, bereiten sich nun auch die Fahrradfahrer wieder auf der Saison vor. Denn nach Ostern war der Saisonstart der Plockline und damit wartet für die Bikefans ein Abenteuer auf 140 Kilometer und 2750 Höhenmetern. Ob mit dem E-Bike, klassischem Mountainbike oder Gravelbike, für die Fahrer gibt es da viel zu entdecken. Die Strecke zwischen dem internationalen Wintersportzentrum Altenberg, Holzau und dem Spielzeugdorf Seifen ist komplett beschildert und verläuft entgegen dem Uhrzeigersinn. Ebenso weisen imposante Holzportale, Infotafeln, Meilensteine und künstlerisch gestaltete Tiere als Motivmeilensteine den Weg. Unterwegs gibt es idyllische Rastplätze, Einkehrmöglichkeiten und Freizeiterlebnisse für die Radsportler. Eine weitere Möglichkeit, die Strecken der Blockline für einen Tagesausflug zu nutzen, bieten auch die Wanderbuslinien 736, 737, die an den Wochenenden und Feiertagen zwischen Deutsch-Einsiedel, Kurort Seifen, Neuhausen, Kemmerswalde, Rechenberg, Bienenmühle und Oberholzau verkehren. Weitere Informationen finden Sie auf der eingeblendeten Homepage blockline.bike. Da sollten Sie doch mal reinklicken. Ja, und passend zum Thema warfen wir heute früh einen Blick in die kuriosen Feiertage, denn heute ist auch Fahrradtag. Heute ist Fahrradtag. Das ist ein Tag, an dem die Bedeutung des Fahrrads wertgeschätzt und der Mensch erinnert werden soll, was das Fahrrad für ein gesundes und umweltfreundliches Fortbewegungsmittel im Gegensatz zum Auto ist. Das Fahrrad hat eine immer größere Bedeutung in der Infrastruktur,
und somit findet man es immer häufiger auf Fahrradstraßen und im allgemeinen Verkehrsbereich. Gerade in Gebieten, in denen viel Tourismus herrscht, sind Fahrradstrecken in schneearmen Zeiten meist über das ganze Jahr aktiv. Deshalb organisieren viele Städte und Gemeinden an diesem Tag Fahrradtouren in ihrer Umgebung, bei denen jeder eingeladen ist. Solche gibt es auch bei uns im Erzgebirgskreis. Ob im Gelände oder auf der Straße unterwegs, bieten die Touren wie Blockline, Miriquidi Road oder Miriquidi Mountain für jeden Geschmack passende Strecken. Also holen Sie Ihr Fahrrad raus und genießen Sie die Zeit. Mit dichtem Nebel sind wir heute früh in unserem Sendegebiet in den Mittwoch gestartet. Aber man soll es nicht glauben, die Sonne zeigte sich heute auch ab und zu mal. Und ob sich die Sonne öfter mal zeigt und wir endlich mal mit wärmeren Temperaturen rechnen können, erfahren wir gleich von Thorsten Lange im Regionalwetterstudio. Aber vorher werfen wir noch einen Blick in die Polizeimeldung. Olbernhau. Mülltonne gestreift. In der Zollstraße kam am Montagabend ein PKW VW nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Gehweg und streifte eine Mülltonne. Danach fuhr der VW davon. Zeugen folgten dem Fahrzeug, konnten es unweit vom Unfallort feststellen und informierten die Polizei. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der VW-Fahrer stellte sich dennoch einem Arzt vor zur Blutentnahme. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten die Sicherstellung seines Führerscheines sowie Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Das Regionalwetter wird Ihnen präsentiert von Deprog. Mit uns ist immer Rausgehwetter. Aktuelle Angebote sehen Sie gleich. Deprog, Hauptsache draußen. War das heute wieder ein Apriltag beim Wetter. Sehr dichter Nebel, dazu noch Graupelschauer heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Und dann über die Mittagszeit ein Blick aus dem Bürofenster, strahlender Sonnenschein. Und damit willkommen zum Glück auf TV Wetter, liebe Zuschauer. Ja, der April macht, was er will. Das trifft in diesem Jahr voll zu. Denn auch die morgen beginnende dritte Aprildekade erlaubt keinen richtigen Frühlingsdurchbruch. Nur kurze Frühlingsintermezzos. Schauen wir uns das Wetter der kommenden Stunden und Tage mal etwas genauer an. Mit vielen Wolken und teilweise auch noch Regenschauern gehen wir in den Abend. In den oberen Lagen auf dem Erzgebirgskamm kann es durchaus auch noch mal schneien oder der Regen mit Schnee vermischt sein. Durch den fehlenden Wind wird sich dann verbreitet auch wieder dichter Nebel bilden. Im weiteren Verlauf der Nacht bleibt es dann bei einem stark bewölkten Himmel. Die Niederschläge und der Nebel lassen im Laufe der Nacht bis hin zu den frühen Morgenstunden nach. Schauen wir auf die Nachttemperaturen. Und da lesen wir Werte zwischen plus 5 und minus 1 Grad an den Thermometern ab. Der Ostwind weht ganz leicht mit Geschwindigkeiten zwischen 3 und 8 Kilometer pro Stunde im Mittel. Am Donnerstag, da überwiegt dann weiter die dichte Bewölkung. Vereinzelte Auflockerungen sind nicht ausgeschlossen. Und einzelne Niederschläge, die können außerdem noch fallen. Am Abend und in der Nacht zum Freitag soll dann der Himmel aufreißen. Werfen wir einen Blick auf die Tagestemperaturen. Und da starten wir morgens bei Werten um den Gefrierpunkt und steigern uns dann auf bis zu 12 Grad am Nachmittag. Der Wind weht weiter aus Osten im Mittel leicht bis mäßig mit Geschwindigkeiten zwischen 5 und 30 Kilometer pro Stunde und vereinzelten Böen auch mal bis an die 50 Kilometer pro Stunde. Und so entwickelt sich das Wetter an den Tagen darauf. Hier ist ein Ausblick auf den Freitag und den Samstag. Und da habe ich mir die Wetterkarten des Deutschen Wetterdienstes als Grundlage genommen. Denn es gibt noch einzelne Unterschiede in den verschiedenen Modellen. Am Freitag erwartet uns mal ein recht freundlicher Frühlingstag. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es gibt keine Niederschläge. Und die Temperaturen fühlen sich auch mal wieder frühlingshaft an.
Sie liegen morgens bei um die 6 Grad und steigen dann auf bis zu 16 Grad am Nachmittag. Aus Südosten weht der Wind, im Mittel schwach bis mäßig zwischen 12 und 22 Kilometer pro Stunde und in Böen auch mal bis an die 50 Kilometer pro Stunde. Und auch für den Samstag wird nochmal recht sonniges Wetter vorhergesagt. Eine leichte Bewölkung gibt es dazu und keine Niederschläge. Die Tagestemperaturen starten morgens bei Werten 6 bis 8 Grad und steigern sich dann auf bis zu 16 bis 18 Grad am Nachmittag. Der Wind weht aus Südosten, im Mittel schwach zwischen 12 und 20 Kilometer pro Stunde und in Böen bis ca. 45 Kilometer pro Stunde. Und ab Sonntag geht es dann mit den Temperaturen wieder abwärts. Das Wetter wird auch unbeständiger. Der viele Sonnenschein vom Freitag und Samstag bleibt leider nur ein kurzes Intermezzo. Und damit gebe ich erst einmal wieder zurück zu dir, Kevin. Thorsten, vielen Dank für deine Wetteraussichten. Ja, liebe Zuschauer, das sollten wir die zwei Tage auch genießen. Und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, war es das auch schon mit Regional für den Mittwoch. Falls Sie nicht rechtzeitig einschalten konnten, können Sie einfach die verpasste Sendung in unserer Mediathek auf unserer Homepage www.glückauf.tv oder auf unserem YouTube-Kanal Glück auf TV Mittelerzgebirgsfernsehen noch einmal anschauen. Und für die Zuschauer, die unsere Sendungen über YouTube anschauen, lassen Sie uns doch gerne ein Abo da und aktivieren Sie die Glocke. Und über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar würden wir uns natürlich freuen. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen Abend wieder einschalten. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen. Willkommen zum Frühlingsfest mit großem Sonderverkauf vom 17. bis 23. April 2023 bei Deprog Active am Abraham Schacht 1a in Marienberg gegenüber Kaufland. Obendrauf gibt es 20% Rabatt auf alles. Deprog Active, Hauptsache draußen.